Du hast ja gerade den Irak angesprochen. Das sind ja eine Million Zivilisten bis jetzt gestorben unter dem Überfall, wie du gesagt hast, ne? Gibt's da kein, so zum Beispiel, das war ja noch unter der Herrschaft von Bush und so. Die werden alle nicht, die kommen alle nicht vors Kriegsgericht, wa? Also wird auch nicht als Kriegsverbrechen angesehen. Es ist chancenlos. Also ich war... Unfassbar, oder? Wenn man das so sieht. Also am schlimmsten ist das Schicksal von Mosul. Mosul ja. ist eine wunderbare, jahrtausende alte Stadt im Irak. Wo alle in Frieden nebeneinander gelebt haben. Und da haben alle im Frieden nebeneinander gelebt. Ich habe Mosul besucht, als noch Saddam Hussein an der Macht war. Dann habe ich Mosul... Hast du Saddam mal getroffen? Nein. Mein Sohn hat mir gesagt, wenn du mit dem sprichst, rede ich kein Wort mehr mit dir. Und es war ein Fehler. Ich hätte mit ihm sprechen sollen. Man muss mit du hättest in dein Kind so Schläger. Nein, ich bin kein Schläger. Ich löse meine Probleme anders, nie indem ich draufhaue. Und dann war ich mit dem IS in Mosul, also die schlimmsten Sachen habe ich mit dem IS in Mosul erlebt. Und dann war ich bei dem Angriff der sogenannten Anti-IS-Koalition, das waren 70 und am Ende 90 Staaten, die haben Mosul bombardiert. Und krass. Die haben Mosul platt. Ich war dort während der Bombardements. Heftig, ey. Ich habe auch was abgekriegt, wahrscheinlich in Mosul, ich habe da hinten... ein Geschoss im Nacken, das man nicht rausholt. Unglaublich. Entschuldigung, nicht vergessen. Ne? Zurück, machen wir nochmal an. In Mosul wurde der IS bekämpft, das war zulässig, aber bei diesem Kampf gegen den IS in Mosul, der fand statt, dadurch, dass die Amerikaner die Stadt platt gemacht haben, West-Mosul platt gemacht haben, Straße für Straße bombardiert. Und da sind 3000 IS-Leute, ja, bombardiert von den USA und Deutschland, hat die Luftaufklärung geflogen. Und dieser Krieg, die Zerstörung von Mosul, ist zum Beispiel vom Deutschen Bundestag akzeptiert worden und auch die Frau Baerbock hat dazu gestimmt. Die haben da regelmäßig, bei Mosul kann ich das jetzt nicht im Detail regeln, aber die haben regelmäßig diesen Kriegen zugestimmt. Deutschland hat die Luftaufklärung geflogen und Mosul, da wurde Straße um Straße bombardiert. Und ich habe gerade erzählt, ich war da in Mosul. Genau. Wir haben auch was abgekriegt. Wir sind einmal mit einem etwas verrückten irakischen gepanzerten Gerät in die Kampfzone reingefahren. Und dann hat der Frederik plötzlich gesehen, da vorne liegt ein toter IS-Kämpfer. Der lag am Straßenrand in einer schwarzen Uniform, schwarzen Kleidung. Okay. Und dann hat er dem Fahrer dieses gepanzerten Fahrzeugs, wahrscheinlich ein Humvee, gesagt, halt mal, ich will das filmen. Und ich habe den Fahrer gefragt, wo sind unsere Leute? Also ich musste ja in seiner Sprache sprechen. Unsere Leute hieß also die amerikanisch-irakischen Kämpfer. Ja. Und wo ist der IS? Und das war, wir hielten an der Straße und er sagte, da hinten, das sind unsere Leute. Und während der Frederik fotografierte, bin ich nach da hinten gegangen. Aber das war ein Irrtum. Da hinten saß der IS. Oh, und da saß ein Scharfschütze des IS, was ich nicht wusste. Und nachdem der Frederik, und der hat mir auch nichts getan, vorerst. Und nachdem der Frederik hatte mich in seinem Visier, ich habe solche Scharfschützen besucht, die liegen dann an so einem Fenster und schauen ständig, was so abgeht, wann ein Feind auftaucht und die amerikanischen Kämpfer waren ein IS-Mann auftaucht. Und dann habe ich gedacht, der Frederik ist fertig und habe mich umgedreht und bin wieder zu dem gepanzerten Fahrzeug zurückgelaufen. Und in dem Augenblick schießt der Scharfschütze auf mich. Ach, also der Scharfschütze hat auf dich geschossen, als du ihm den Rücken zugedreht hast? Als ich ihm den Rücken zugedreht habe. Oh, das ist aber feige. Ja, das ist nicht feige. Oder? Was das Unglaubliche ist, ich war 100 Meter von dem entfernt. Hätte ich trotzdem getroffen? Er hätte treffen können, 100%. Oder hat er daneben geschossen oder hätte ich geschossen? Warnschuss. Ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nur, dass es plötzlich peitschte, dass ein Schuss, wahrscheinlich zwei, abgegeben wurde. Und da brach natürlich Chaos aus bei dem Fahrer des Humvees, bei Frederik. Ich habe mich umgedreht. Ich habe gespürt, ich habe nichts abgekriegt. Und ich glaube, dass ich nichts abgekriegt habe. Manche sagen, du hast da hinten geschossen. Und dann haben die mich in den Humvee reingerissen und die Türen zugeschlagen. Und der Frederik sagte mir dann am Abend... Krass. Ich bin noch nicht fertig. Sagte mir am Abend... Du, irgendwas hat mich da hinten gestochen, am Rücken, so da wo der Gürtel ist. Da habe ich mir das angeschaut, da hat er einen Steinsplitter abgekriegt. Das heißt, der Scharfschütze, der mich nicht getroffen hat, hat einen Stein getroffen und ein abgespritzter Stein, vielleicht hat er mich getroffen, das weiß ich nicht, ein abgespritzter Stein hat den Frederik hinten am Gürtel eine Wunde bereitet. Und jetzt habe ich mit deutschen Scharfschützen gesprochen und habe gesagt, wie weit treffen die denn? Wie... Und er sagte, mindestens
200 Meter. Also ich war ja 80 Meter entfernt. Also das heißt, er hätte dich. Da sagt er, also Entschuldigung, der liegt oder sitzt, der kann sie leicht abknallen. Ich frage mich, ich weiß es nicht. Warum hat er mich nicht getötet? Kann es sein, dass er im Fernglas erkannt hat, dass du kein Widerstandskämpfer bist oder dass du eine neutrale Person bist und dass er sich gedacht hat, das ist jetzt nicht notwendig, ihn zu liquidieren? Kann das sein? Das kann sein. Das kann sein sogar, dass er mich erkannt hat. Im Irak, in Mosul war ich bekannt, da gab es einen Film darüber, über den IS-Videos. Ja. Also in Mosul werde ich dann immer auch angesprochen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass da einer lag, der sich gesagt hat, das ist ein Berichterstatter, ich erschieße doch keine solchen Leute, ich will Amerikaner erschießen. Oder, kann sein, klar. Kann das aber auch sein, du hattest ja den Schutz, oder war nein, das... Nein, das war Jahre danach. Ach, war ja, ach so, okay, weil dann hätte ich jetzt gedacht, du hattest den Schutz von... Den Sicherheitsschutz, diesen schriftlichen... Der IS hat eine Zeitschrift und in der hat er bekannt gegeben, dass dieser Schutz nicht mehr existiert und dass ich jetzt freigegeben bin für den IS. Also darüber hat mich die Kriminalpolizei informiert, dass es einen Artikel krass gibt, wo man uns zeigt. Man sagt, der Schutz gilt jetzt nicht mehr. Aber das ist schon vor Jahren haben sie den Schutz aufgehoben. Krass. Und da war einfach mitten im Kampf. Und was ich eigentlich erzählen wollte, war was ganz anderes. Was ich erzählen wollte ist, in dieser wunderbaren Stadt Mosul sind Straße um Straße die Menschen getötet worden. Und ich habe das in einem Buch, Die große Heuchelei, auch beschrieben. 3000 tote IS-Leute, die haben den Tod gesucht und gefunden, da sage ich nichts Kritisches dazu. Aber 70.000 Zivilisten sind getötet worden. Unglaublich. Viel mehr als in der Ukraine getötet worden. Unglaublich. Und die Deutschen haben die Luftaufklärung geflogen. Kein Mensch macht einen Prozess gegen die bombardierenden Amerikaner. Unglaublich. Und ich habe das versucht. Ich habe versucht, einen Anwalt zu kriegen und vor irgendeinem Strafgerichtshof Anklage wegen der Bombardierung von Mosul zu erheben, weil 70.000 Iraker sind da einfach, damit 3.000 IS-Leute sterben, einfach plattgebombt worden. Das heißt, nicht nur die Amerikaner haben da gehaust, wir haben da mitgemacht. Also die waren alle hatten die Finger mit im Spiel irgendwie. Und ja, das war jetzt später, das war ein Anti-IS-Kampf. Ja, aber und ich finde auch berechtigt, gegen den IS zu kämpfen. Aber gegen den IS-Kämpfer mit Geheimdiensten und mit Spezialeinheiten. Und in Bin Laden hat man mit einer Spezialeinheit ausgeschaltet. Aber eine Stadt platt zu bomben, die Mosul, ist einfach kriminell. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ja. Eindeutig ist krass. Ja. Also es ist wirklich heftig. Also ich kann mir bei Weitem nicht vorstellen. Also das ist wirklich unglaublich, Mann. Das ist unglaublich. Na, kurz einmal zu der Sache zurückzukommen. Dein Sohn hatte dir ja gesagt, wenn du mit dem Saddam redest, rede ich mit dir nicht mehr. Hättest du denn überhaupt die Möglichkeit gehabt, mit Saddam an einen Tisch zu sitzen oder überhaupt mit ihm zu reden? Also die gab es überhaupt mal diese Möglichkeit für dich? Ja, wenn ich das erbeten hätte, wäre das möglich gewesen. Die irakische Regierung hat mich um Gespräche gebeten. Ich habe jedes Gespräch abgelehnt. Ich hatte so viel Scheiß Ärger gehabt wegen Pinochet und anderer Leute, die ich getroffen habe. Ich habe damals irgendwann gesagt, nee, lass mich in Ruhe. Aber bereust du es heute, dass du es nicht gemacht hast? Natürlich hätte ich es machen müssen. Klar. Du musst mit den Leuten sprechen und ich hatte auch Kontakt dann später. Und ich habe gesagt, ich führe überhaupt keine Gespräche mit der Regierung. Und dann hat man mir gesagt, dann können sie in dem Land nicht sein. Sie müssen mindestens mit der Abteilungsleiterin im Außenministerium, einer berühmten Frau, mit der sprechen. Und dann habe ich gesagt, mit der möchte ich aber auch nicht sprechen. Ich möchte durch die Stadt laufen und mir die Menschen anschauen. Ich habe keinen Bock auf euch. Ich habe keinen Bock auf politische Gespräche. Check mal die Dinge ab nochmal gleich. Das können sie alles machen, aber hallo, sie sind hier in dem Land, kein Mensch kommt rein und sie kommen rein und jetzt sprechen sie gefälligst auch. Ja. Und dann habe ich mit dieser Abteilungsleiterin, die wurde dann übrigens, als Saddam umgebracht wurde, wurde die in der neuen Regierung von den Amerikanern als Ministerin ernannt und kurz danach von Al-Qaida umgebracht. Aber damals hätte ich sag mal wahrscheinlich Saddam Hussein sprechen können, wenn ich, also es gab ja auch einen österreichischen Politiker, es gab einen... Historisch gesehen wäre das ja krass gewesen, wenn du quasi den Saddam getroffen hättest und mit denen über sowas gesprochen hättest. Ich hatte halt eine Scheu, ich hatte keine Lust mehr. Also ich hatte keine Lust mehr auf diese Diskussion, dass du dann permanent angegriffen wirst, der redet mit Terroristen, der redet mit Diktatoren. Ich glaube heute, man muss immer mit allen Seiten sprechen.